Willkommen zurück. Ja, nicht zurück. Willkommen bei einem neuen Projekt. Ja, dass mir der liebe Lukas, der links oben ab, links unten übrigens abgebildet ist, mir aufgedrückt hat. Ja, gut, nicht aufgedrückt. Ich hab's quasi gewonnen. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Auf jeden Fall das erste LP-Wichtel-Projekt meinerseits. Ich glaube, ich bin auch der Erste damit. Natürlich. Ich war der Letzte, der das Infovideo dazu hochgeladen hat, aber der Erste, der sein Projekt anfängt. Tja. So kann's gehen, liebe Leute. Der Letzte wird der Erste sein, ne? Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und gucken, was uns erwarten wird. Ja. Es ist eine dunkle Zeit, in der man sich wohl nichts mehr sicher sein kann. Nicht mal in der Dunkelheit, während man nichts sieht. Wo man einfach nur mit dem Kopf gelangweilt auf den Tisch lehnt, während andere ganz gespannt auf einen Kürbis starren. Ist da jemand? Mit einer lächerlichen Stimme. Wie heißt du, Geist? Wie heiße ich? Tja, das würdest du gerne wissen, Sterblicher. Wir nennen uns mal ganz klassisch wie Foxy. Ja. Ich habe ein E genommen. Das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Ein Öpsi. Hello, I'm Öpsi and DJ Öpsi. I'm DJ Öpsi. That's great. So. Und so wurden meine Kräfte entfesselt. Und sie waren verdammt, vor Schreck zu sterben. Es ist grün, es ist Lukas. Und es leckt gerne ein Telefon. Also ich weiß ja nicht, wenn ein grünes leuchtendes etwas vor mir steht, ich würde dir jetzt nicht erstmal eine Weile zugucken. Aber okay. Das ist nur meine Logik. Ja, wir machen so ein bisschen Intro-Bashing gerade. Muss ja auch mal sein. Was soll ich sonst machen? Spielen darf ich offenbar nicht. Hugo Strange. Der fette Bruder von ihm. Und der etwas... Er scheint eine gespaltene Persönlichkeit zu haben. Macht's gut. Eine Spinne, wie süß. Aber eine fette Spinne. Okay. Vor allem, wenn jemand 25.000 fette Spinnen auf den Körper gesegelt bekommt, der bleibt nicht einfach stehen und guckt erstmal hoch an die Decke. Der schüttelt und rüttelt sich bis zum geht nicht mehr. Und windet sich wie beim Feuer auf dem Boden. Ganz ehrlich. Burger. Das nenne ich mal Mahlzeit. Das ist nicht mal Mittagessen. Ich dachte schon, er beißt ab. Wäre auch schön gewesen. Wäre auch schön. So, Intro jetzt vorbei, ja? Darf ich oder? Mal gucken. Ich muss ja dazu sagen, ich hab's schon mal vor ganz, ganz vielen Jahren, hab ich... Die folgenden Geister sind dir zugewiesen worden. Behandle sie gut. Natürlich, mach ich. Das... Was Zimmer? Ghoulzimmer. Klicken wir erstmal darauf, ja. Ich hab's, wie gesagt, vor... Diese Schule in Gravenville ist die Basis deiner Aktivitäten auf der Ebene der Sterblichen. Hier kannst du deine Geister trainieren. Doch das Training von Geistern kostet Plasma. Und das verdienst du erst, wenn du zu spuken beginnst. Klicke auf den Knopf unten rechts im Bild, um die Schule zu verlassen. Klicket! Nö. Ja, wollen wir. Anscheinend gibt's da noch nichts zu tun. Wir spielen das Spuk 101 Teil Game Bungens.
Beim Spuk im ungebannten Gebiet kann selbst der Erfahrene und Zeit für ein paar Feldübungen, junger Ghostmaster. Wir bringen dich zur Universität von Grafenwill. Zum Haus der Studentinnenverbindung Kappa Lambda. Im Moment sind nicht viele Mädchen dort, aber wenn du sie alle verjagst, sollte das als Beweis deiner Fähigkeiten genügen. Auch meistens alle Studentenverbindungen irgendwas mit Kappa. Bevor du einen Spuk beginnst, musst du dein Geisterteam zusammenstellen. Ich empfehle dir wärmstens, das Tutorial zu spielen. Das ist eine Art Schnellkurs. Klicke dafür erst auf empfohlenes Team und dann auf Spuken. Natürlich kannst du auch selbst ein Team zusammenstellen, aber beim Tutorial mit dem empfohlenen Team wirst du eine Menge lernen. Hat sie wirklich Tutorial gesagt? Fräulein, ich glaube, wir müssen da nochmal, also ich gebe zu, selbst ich habe keine super Aussprache, aber ja, machen wir doch einfach mal. Nö, wir machen empfohlen. Ja, komm, spuken. Willkommen im Reich der Sterblichen. Hier findet der Spuk statt. Wenn du die Zeit anhalten oder den Spuk verlassen möchtest, klicke auf das Menü-Icon links unten oder drücke Escape. Möchtest du das Tutorial verlassen, aber mit dem Spuk weitermachen, klicke auf das Menü-Icon und wähle Optionen. Das muss das Spiel einfach. Führe den Mauszeiger an den Bildrand. So kannst du dich in der Welt bewegen. Du kannst dich auch mit Hilfe der Pfeiltasten bewegen. Darf ich auch reden, ja? Wenn du dich umsehen möchtest, klicke auf die Rotationspfeile auf dem Bildschirm. Du kannst dich frei umsehen, indem du die Maus bewegst und dabei die rechte Maustaste gedrückt hältst. Bewegst du die Maus nach rechts und links und hältst dabei die rechte Maustaste gedrückt, blickst du nach rechts und links. Bewegst du sie nach oben und unten, blickst du nach oben und unten. Möchtest du wieder in die ursprüngliche Richtung schauen, klickst du auf das würfelförmige Icon zwischen den Pfeilen. Wow. Klicke die beiden Icons mit den Pfeilen nach oben und unten an, um das Stockwerk zu wechseln. Probier es einmal aus. Auch über die Tasten Bild auf und Bild ab auf deiner Tastatur kannst du das Stockwerk wechseln. Oder du bewegst das Mausrad und hältst dabei die rechte Maustaste gedrückt. Manchmal musst du deine Sicht den Anforderungen anpassen. Die Sicht von Weitem eignet sich am besten, um die Lage einzuschätzen und einen Plan zu machen. Zoomst du näher heran, kannst du einzelne Sterbliche herauspicken, um ihr Verhalten einzuschätzen. Beachte bitte, dass dir wichtige Details entgehen könnten, wenn du die Sicht nicht hin und wieder änderst. Es hat wirklich was ein bisschen. Im Menü Sterbliche findest du alle Sterblichen, die zu den Spuks gehören. Führe den Zeiger auf das Bild eines Sterblichen. Ach, ich darf reden, ja? Wunderbar. Es hat ein bisschen was, tatsächlich was von Schule. Man hat nicht wirklich viel zu melden. Bevor ich da jetzt. Ach komm. Wenn du den Mauszeiger über das Bild eines Sterblichen im Menü führst, erscheint ein Kasten, der dich über seinen Status informiert. Der rote Balken zeigt seine Angst, der blaue seinen Glauben und der gelbe seinen Wahnsinn. Wo ist meine Maus hin? Wenn du einem Sterblichen Angst machst, wächst der rote Balken. What the fuck? Der weiße Teil eines Balkens zeigt die Willenskraft des Sterblichen. Übersteigt seine Angst die Willenskraft, rennt er davon. Beim Balken, der den Wahnsinn anzeigt, ist es ebenso. Übersteigt der Wahnsinn den weißen Teil des Balkens, wird der Sterbliche verrückt. Meine Maus ist. Wenn du im Menü auf das Bild eines Sterblichen klickst, werden dir die Optionen angezeigt. Ich habe das Spiel vor vielen, vielen Jahren schon mal gespielt. Ich sag das jetzt endlich mal. So, und zwar aber nur, glaube ich, das Tutorial und die erste Mission, aber ich mach's jetzt trotzdem nochmal, weil ich bin so ewig raus, wie gesagt, wenn man es mal vor vielen Jahren nur einmal kurz gespielt hat. Ja. Kann man nicht erwarten, dass man das alles noch im Kopf hat. Blair Witchell. Cindy Haddock. Wenn du im Menü auf das Bild. Ja. Über diese Option kannst du jeden Sterblichen im Spuk genauer anschauen. Ich glaube, wir kommen gerade richtig. Experimentiere eine Weile mit den Sterblichen und schau, was du herausfindest. Oh ja, in einer Mädchen-Studentenvereinigung habe ich durchaus viel zu experimentieren. Nein, ich rede jetzt! Über einen Sterblichen sagt. Klicke auf das Icon Schließen oder neben das Bio-Fenster, um das Fenster zu schließen.
Furcht unbekannt, unterbewusste Furcht unbekannt, Laune zornig. Ja, Joanna, ja. Joe ist ein ziemlicher Wildfang und flippt öfter mal aus. Kann auch kein Blut sehen. Mit Hilfe der Option Gehe zu finden. Mit dieser Option kannst du Sterbliche in einem Spuk aufspüren. Ist ja Wahnsinn. Nun kannst du sehen, was die Person sieht, hast sie jedoch nicht unter Kontrolle. Drücke eine der beiden Maustasten, um zu deiner normalen Sicht zurückzukehren. Interessante Ansicht gerade. Interessantes Atmen vor allem. Michi, du solltest zum Arzt gehen. Schauen wir uns mal dein Geisterteam an. Das Geistermenü links funktioniert im Prinzip wie das Menü Sterbliche. Nur, dass es eben in diesem Menü findest du alle Optionen, die du brauchst, um deine Geister zu steuern. Wenn du mehr über einen Geist wissen möchtest, klicke auf Epitaph. Klicken wir mal auf Epitaph, habe ich schon. Das Geistermenü links funktioniert im Prinzip wie das Menü Sterbliche. Ach, willst du mir den Käse nochmal erklären? Bu ist ein Gespenst. Buh. Ein vielseitiger, aber relativ schwacher Geist. Bu kannst du an jeden Raum eines Hauses binden, indem du auf Binden klickst und dann auf einen Raum, wo dein Mauszeiger aufleuchtet. Mit seinen Verfolgungskräften macht Bu Jagd auf Sterbliche, wobei er seine Fessel geschickt wechselt, um sie zu verfolgen. Mhm. Das Geistermenü links funktioniert im Prinzip wie das Menü Sterbliche, nur dass es eben um Geister geht. Experimentiere ein bisschen mit den Optionen deiner Geister. Das sind die Kräfte des Geistes, geordnet nach Plasmastufen. Plasmastufen funktionieren wie eine Leiter. Wenn du auf eine Kraft klickst, stehen dem Geist alle Kräfte bis zu dieser Plasmastufe zur Verfügung. Okay. Experimentiere ein bisschen mit den Optionen deiner Geister. Wie man einen Geist bindet, lernen wir später. Alles klar. Das brauchen wir im Moment noch nicht. Experimentiere ein bisschen mit den Optionen deiner Geister. Corkjammer ist ein Gremlin, ein wilder Geist, der wenig Platz Muss ich jetzt wirklich jeden einzeln durchgehen? Corkjammer kannst du an jeder Elektrofessel binden. Beachte bitte, dass Elektrizität an sich noch keine Elektrofessel ausmacht. Lampen, Glühbirnen und Leitungen sind als Geisterfessel nicht subtil genug. Natürlich nicht. Nun wollen wir mal ein paar von deinen Geistern auf den Plan bringen. Ja. Im Reich der Sterblichen können Geister nur existieren, wenn sie durch eine Fessel gebunden sind. Wenn du den Zeiger auf einen der Geister führst, werden dir die Fesseln... Dein Geist kommt in die Welt der Sterblichen, um dort das Unterste nach oben zu kehren. Das Leuchten zeigt, dass er für Sterbliche im Moment nicht sichtbar ist. Im Kräftemenü kannst du die Kräfte ändern, die der Geist zum Spuken einsetzt. Wenn du den Zeiger auf einen der Geister führst, werden dir die Fesseln angezeigt, an die du ihn binden kannst. Mhm. Bu und Clatterclaws können nur in Gebäuden gebunden werden. Wenn man das einfach Deshalb mal Kräfte. Leuchten die Umrisse von Räumen ich weiß noch auf, ungefähr, wie es um war. Ja, ich quatsch dich jetzt diese über. Geister daran gebunden werden können. Nun klebt der Geist an deinem Mauszeiger. Und alle Fesseln, an die er in diesem Spuk gebunden werden kann, mal Serienschock. Werden angezeigt. Ich glaube, bis hierhin wird er jetzt die Kräfte nutzen. Das ist quasi so eine Ressourceneinteilung, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich muss das ja nicht einzeln auswählen. Er wird jetzt innerhalb dieses Rahmens seine Kräfte wirken Solange lassen. Solange du eine Kraft nutzt, macht deine geisterhafte Präsenz die Sterblichen nervös. Von nun an werden sich die Sterblichen wieder beruhigen, wenn du sie nicht weiter ängstigst. Wenn sie ruhiger werden, wird das Plasma weniger. Also, ich habe dich gewarnt. Machen wir mal Animation. Es ist Zeit für die große Show. Animation. Are you scared? Are you really scared? I hope so. Ja, Der grüne Plasma-Balken zeigt, wie viel Plasma du gewonnen hast und wie viel davon du ausgibst. Der dunkelgrüne Teil des Balkens zeigt an, wie viel Plasma von verängstigten Sterblichen erzeugt worden ist. Fantastisch. Die Menge Plasma, die deine gebundenen Geister verbrauchen, wird hellgrün angezeigt. Fantastisch. Gut. Als nächstes sollst du jetzt mit deinen Geistern und ihren Kräften üben. Versuch mal, eine der Verbindungsstudentinnen in die Flucht zu schlagen. No problem. Moment.
Back to the bank. Ich hätte dich gern hier. Und zwar mit folgenden Kräften. Ach komm, du hast ja gar nicht. Also du verbrauchst ja gar nicht viel. Können wir das einfach mal lassen mit Kampfgeschwader? Okay, Kriegspflanzen wirkst du. Das ist super. Was kannst du denn? Fessel emotional. Was hast du denn für Kräfte? Schreck, Aura lesen, Starre. Wow. Du verbrauchst ein bisschen viel, Kollege. Versetze die Sterblichen in Panik. Binde deine Geister und die Objekte in der Nähe und? Der Studentinnen. Weise deine Geister verschiedenen Plasmastufen zu. Das ist eine gute Übung. Je mehr Plasma du ihnen gibst, desto effektiver werden sie. Angst, Wahnsinn. Okay, das ist wirklich ekelhaft. Also wenn das Haus brennen würde, du wärst schon dreimal tot bei der Geschwindigkeit. Aber hey, sie scheint besiegt zu sein. Die Angst hat sie eingenommen. Was ist das da? Sterbliche mit ausgezeichnet. Sieh mal, wie die Verbindungsstudentinnen auseinanderlaufen. Weil ein Sterblicher geflohen ist, ist die Furcht ständig gestiegen. Jetzt hast du mehr Plasma zur Verfügung. Klingt super. Dann wir sollten uns jetzt über ruhelose Geister unterhalten. Finde den Hexengeist und klicke ihn an. Wenn du ihr hilfst, freizukommen, wird sie deinem Team beitreten. Episch. Shivers ist ein Phantom, ein mittelstarker Geist, der an jeder Elektrofessel gebunden werden kann. Schon seit langem bemüht sich Shivers um den Titel VP, verdienstetes Phantom, superdeutsch. In Gegenwart Sterblicher fühlt er sich meist genauso unwohl wie sie in seiner. Okay, aber wie kann ich ihn binden? Binde einfach nur eine Hexe und klicke sie an. Ja, Klappe. Ich will jetzt hier Spuk machen. Kräfte. Starre. Oh yeah. So, wir sollen irgendwas finden. Ich glaube, das war nämlich das da, was wir am Anfang gesehen haben. Genau. Verflixter Staub! Früher mal haben mir die Sturmwinde gehorcht, aber seit ich in diesem elektrischen Besen hocke, habe ich nicht mal meine Nase unter Kontrolle. Wäre was anderes, wenn ich freikäme, Liebchen. Ich würde einen Sturm loslassen, der Tote weg. Ein Geist mit Hausstauballergie ist ja super. Ruhelose Geister kommen fast in jedem Spuk vor. Auch wenn ihre Essenz in einem Objekt gefangen ist, kannst du ihre Gestalt sehen. Während seine Essenz gefangen ist, kann ein Geist seine Fessel nicht verlassen. Ansonsten verhält er sich wie jeder andere gebundene Geist. Klickst du einen ruhelosen Geist an, erzählt er dir seine Leidensgeschichte. Hör ihm gut zu. Hör ihm gut zu. Finde einen Weg, sein Problem zu lösen. Dann kannst du ihn erlösen und auf deine Seite bringen. Hausarbeit habe ich immer gehasst. Hol mich hier raus. Ja. Gut, du scheinst da dran gefesselt zu sein am Staubsauger. Das heißt, wir müssen noch irgendwas finden, was ein elektrisches Aura lesen. Schreck. Nö. Ach, da ist wieder eine weggerannt. What? Ah, du hast Angst vor Spinnen. That's nice. Ja, den lassen wir mal hier. Warte mal. Komm, wir hauen mal richtig was raus. Na los, junger Ghostmaster. Finde einen Weg, Weather Hitch aus dem elektrischen Besen zu befreien. Super. Na komm, Hause platt. Das muss auch was wirken. Wunderbar. So, ich soll die komische Tussi da befreien. Wir machen erstmal wieder da runter. Das verbraucht nämlich sonst ganz schön viel. Was kannst du eigentlich? Kräfte. Merkwürdiges Benehmen drunter, drüber Funke. Irgendwas mit Elektro auf jeden Fall. Und ich kann dich uns. Kann dich aber daran gar nicht anschließen. Das ist. Ja. Ist egal. Und gehen wir mal einfach volle Lotto, mal gucken, was du machst. Irgendwas wird schon richtig sein. Komm, das ist doch nicht so schwer. Sieh doch mal bei den Geisterkräften nach, was da helfen könnte. Alter, wie... Ah, brav, mein Liebchen. Jetzt gehöre ich zu euch. Jetzt sorgen wir hier für Stimmung. Was hat die Tutorial-Tante eigentlich für einen Unterton, ey? Eins musst du noch lernen, und zwar, was ein Plasma-Alarm ist.
Wenn du mehr Plasma verbrauchst, als durch die Furcht der Sterblichen entsteht, sinkt dein Plasmabestand in den roten Bereich und der Alarm wird ausgelöst. Nun musst du deinen Plasmaverbrauch innerhalb kurzer Zeit drosseln, indem du Geister aus dem Spuk herausnimmst oder ihre Plasmastufe senkst. Ich werde jetzt einen Plasma-Drill abhalten, um dir zu zeigen, wie das geht. Ah ja. Gut gemacht. Das war zwar nur eine Übung, aber du hast die Lage rechtzeitig unter Kontrolle bekommen. Der nächste Alarm ist echt. Wenn du das Plasma nicht unter Kontrolle bekommst, fliegst du aus dem Reich der Sterblichen hinaus und hast verloren. Bin nur ich. Gut, mehr werde ich dir im Moment nicht beibringen. Wenn du noch mehr wissen willst, sieh im Geisterhandbuch nach. So, jetzt machen wir kurzen Prozess mit diesen jämmerlichen Sterblichen. Um zu gewinnen, musst du alle Verbindungsstudentinnen verscheuchen. Da die ja öfters mal rausrennen. Wow, Nebel ist ja auch so unheimlich. Plasma. Ja, komm, wir haben volle Lotte raus hier, ey. Wieso rennst du denn jetzt da lang? Mädchen. Kannst du dich mal entscheiden, wo du lang willst? Lerne, welche Kräfte den Glauben stärken und die Skepsis senken. Du wirst sie brauchen. Ach komm, du bleibst erstmal da. Kriegst bis zu 3 und das sollte dann noch reichen. So, gehen wir schön raus. Wie sieht's denn aus mit dir, Nancy? Du hast Angst. Are you scared? Geh jetzt, wo bist du? Ach, ihr seid im Keller. Seid ihr bescheuert oder was? Wer zur Hölle hat euch denn in den Keller getrieben? Sterbliche versuchen sich da zu verstecken, wo sie sich sicher fühlen. Im Keller. Halten sie sich beispielsweise draußen für sicher, könntest du sie mit Hilfe von Weather Witch eines Besseren belehren. Wer fühlt sich bitte in einem Keller sicher, außer bei einem Riesenwetter, bei Riesenunwetter, aber wenn man Angst hat, gehe ich nicht in den Keller. So. Na, Maus, bleib hier. Das ist schön, weil ihr alle hier durch müsst, wenn ihr wieder hoch müsst. Das ist super. So, ihr habt so halbwegs Angst. Was ist denn über euch bekannt, Bio? Hinweise, wie ein Sterblicher am besten zu erschrecken ist, findest du unter Bio. Hoffnungslos auf sich fixiert und ein verwöhntes Balk. Auf jeden Fall hat die eine Angst. So, jetzt musst nur noch du da. Und du gehst gerade hoch. Ach, das wurde schon verbraucht. Oder nee, kann ich wieder nehmen. Gut, alles klar. Und zwar, komm, wir hauen euer voller Lotte raus. Der Epitaph eines Geistes verrät dir Näheres über ihn. Ach, lauf doch hoch, du Göre. Aura legen in Hild, bla. Und? Gucken wir einfach mal in der Eo-Perspektive. Die atmet aber ganz schön schwer. Ihr stirbt ja gleich. Oh. Es ist schon eine Ironie, dass ich jetzt jemanden erschrecke, dass ich jetzt... Positioniere deine Geister so, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Nutze die verfügbaren Fesseln. Es ist eine Ironie an sich, dass ich jetzt den Horror schüren muss, ne? Gehst mal hier hin, wenn sie da gleich wieder durch muss. Oder läuft die jetzt außen lang? Wo läufst du lang? Mädchen? Spiel! Nein! Bleib hier! Verlass mich nicht! Setze deine Geister häufig ein. So kannst du sie trainieren. Hast du Asthma leiden? Mädchen! Oh, du nervst mich gerade, weil du immer da lang gehst, wo ich dich nicht gebrauchen kann. Du hast doch Angst. Warum? Spinnen können sowieso erstmal auf die Bank. Du kannst auf die Bank. Ist ein Geist gut trainiert, kann er komplizierte Befehle ausführen. Du senkst mal deinen Verbrauch wieder ein bisschen. Na komm, mach was. Da ist ein Sterblicher. Weber Witch. Hau ab, los, komm. Ach, dieses Mädchen macht mich fertig.
Gut, während wir hier versuchen, die olle Truller da noch ein bisschen zu... Doch auch ohne Befehle wächst seine Übung im Spuken mit jedem Einsatz. Zu erschrecken. Er wird disziplinierter, intelligenter und aufmerksamer. Er wird intelligenter. Oh Gott. Das macht fast schon Sinn. Ja, es ist eine Ironie an sich, dass ich, der eigentlich der Riesenschisser schlechthin ist bei Horrorspielen, jetzt unbedingt den Spuk, den Horror selber verbreiten muss. Und komm jetzt, hab eigentlich Angst. Genug. Hab jetzt eigentlich genug Angst. Kann nicht so schwer sein. Mädchen. Lerne, welche Kräfte den Glauben stärken. Wie die auch einfach nur da rumhängt, ey. Du wirst sie brauchen. Wieso gehst du schon wieder in den Keller? Bist du eigentlich bescheuert, Mädchen? Bäh. Es gibt wirklich bessere. So. Haben wir das auch erledigt. Super. Ja. Und sie flüchtet quasi. Wir gucken ihr noch zu, wie sie flüchtet. Mit dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit, dieser Sterbliche versuchen sich da zu unfassbar realistische Fluchtgeschwindigkeit. Ja, das war aber dann auf jeden Fall schon mal der erste Part von diesem wahrscheinlich schönen Projekt. Ich freue mich auf jeden Fall. Mal gucken, was mir noch erwartet. Wie gesagt, ist größt... Glückwunsch, du hast es geschafft. Yay, es ist... Du weißt ja, über unser Zeittor kannst du jederzeit zu früheren Spuks zurückkehren. Du erreichst es über die Punktetabelle. Hallo Mädchen. Wenn du noch mehr üben willst oder ruhelose Geister finden, die du beim ersten Mal nicht angetroffen hast, solltest du das tun. Mit dem Goldplasma, das du für einen erfolgreichen Spuk bekommst, kannst du deinen Geistern neue Kräfte lehren. Hast du ihnen eine neue Kraft erstmal beigebracht, kannst du es dir nicht mehr anders überlegen. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Geh jetzt und hol dir deinen ersten richtigen Auftrag. Boah, bist du unsympathisch, ey. Zeig uns, dass wir stolz auf dich sein können, junger Ghostmaster. Hör mal, das ist mein Let's Play. Ich rede hier. Ich möchte die meiste Redezeit haben. Mädchen. So, ist die unsympathisch, ey. Mit diesem, vor allem dieser Unterton. Wer hat... Warte. Ah, ist egal. So, ich sage auf jeden Fall danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir spielen dann nicht mehr das Tutorial, sondern das erste richtige Level, wo es dann auf eigene Hilfe und hoffentlich auf weniger nerviges Zwischengequatsche mit Unterton ankommt. Ja, etwas länger geworden die Folge, aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem genießen können. Ich freue mich dann auf die weiteren Parts. Danke, Lukas, für dieses Spiel, dass ich Let's Playen darf. So ist das auch ganz schön. Das Let's Play-Wichtel eignet sich ganz gut dafür, wenn man nicht genau weiß, was man Let's Playen möchte. Dann kriegt man halt einfach eins reingedrückt und ja, hier wird es schön. Viel Spaß, tu es. Aber ich freue mich natürlich auch auf dein Spiel. Zumindest das, was ich dir gegeben habe. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, liebe Kinder. Und immer dran denken, wenn ihr schlafen geht. Und euer Bett nachschauen.